Hallo und herzlich willkommen, ich bin Yuki. Heute geht es weiter mit dem vorerst letzten Unboxing-Video der Reihe. Ihr sehen könnt, habe ich hier was ganz Dünnes in der Hand, damit es nicht umfällt, halte ich es fest. Und ja, ich weiß nicht, ob man da schon irgendwas erkennen kann, aber ich drehe das einfach jetzt mal um. Es geht nämlich um das Limited Edition Set von Beatless, und zwar ist es das Tool for the Outsourcers. Da ist wohl, wenn man hier so guckt, ein Buch dabei und hier sieht man eine CD. Also ist da auch wohl Musik dabei. Freue ich mich schon drauf, Buch. Ich habe leider keine Ahnung, worum es in Beatless geht. Ich weiß nur, dass es vom Macher von Guilty Crown ist. Und es ist eigentlich ganz selten, dass ich mir was kaufe, wo ich nicht weiß, worum es geht. Deswegen bin ich umso gespannter, was da drin ist und mache das jetzt bitte auf. Ich kann es kaum erwarten, das liegt schon so viele Tage hier rum, weil ich die Videos immer nach und nachher machen möchte. Und immer sitze ich dann da und schmachte vor mich hin, weil ich das nicht aufmachen darf. So. Ta-ta-ta-ta. So, jetzt ta-ta-ta-ta. Also wir haben hier auch so schöne Elemente mit diesem, ne? Und die Schrift ist glänzend und diese Elemente sind auch glänzend. Ich finde das voll schön. Und hier halt dieses Design an sich finde ich total klasse. Und ich möchte das jetzt bitte aufmachen. Wo geht das? Ich möchte ja nichts kaputt machen. Ich nehme es mal eben hier hin. Ach, das lässt man dann einfach so rausplumpsen. Ich mache einfach mal. Okay. Okay, man lässt es rausplumpsen. Die CD klebt auf einer Pappe oder hält auf einer Pappe, die aber auch designt ist. Ich hoffe, man sieht das. Sehr hübsch. Aber natürlich CD total cool, weil hier diese ganzen Schriften und solche Sachen drauf sind. Da hat man eine Tracklist, wie zum Beispiel Monolith, Soulless, Life, Trust, Door. Solche Sachen und ich bin da mal gespannt, was da für Musik drauf ist. Ich kann es leider nicht auf YouTube stellen, ich glaube, dann kriege ich Ärger. So, dann haben wir hier ein Special Book mit Illustrationen, was von so einem Papierband geschützt ist. Aber die Bilder hier sind ja auch schon total klasse. Hier dieses. Das sind mehrere. Ach, das sind solche, so zum Aufklappen, solche Dinge. Uff, hier dieses Bild und das ist das, die Entstehung von dem Bild. Und da haben wir so mehrere Skizzen, ich glaube, das mal hier so zu. Da so mehrere Skizzen und wie das so entstanden ist, alles. Ich weiß, dass von ihr auch eine Figur drauf ist, sieht man die? Ja, also diese hier. Und von ihr hat jetzt eine Figur, wurde angekündigt. Hier sieht man noch mehr Skizzen. Also man erkennt schon den Stil des Guilty Crown Zeichners, finde ich. So, was war dem anderen dünn? Das da zum Beispiel. Special Book Side Character Design ist das. Von den einzelnen Charakteren. Ich weiß auch nicht, wie die heißen. Bitte fragt mich nicht. Ich weiß nur, dass halt von den beiden eine Figur halt draußen ist. Und sieht man noch so die Skizzen und Charakterzüge der anderen. Auch so wie die Klamotten sind oder hier die Schuhe, was ja schon sehr aufwendig aussieht. Und auf der anderen Seite haben wir noch solche Grundskizzen. Das ist ja ein schönes Bild. Sieht man das? Das ist sehr hübsch. Das gefällt mir. Sehr hübsches Gesicht, sehr fröhlich. Also ich muss schon sagen, was war hier? Achso, hier haben wir noch was. Die hier sieht sehr stark nach Inori aus, beziehungsweise der Mutter von Shu aus dem Anime und das sieht halt sehr stark nach Schuh aus. Nur ein bisschen fröhlich, auch nicht so deprimiert. Ja. So, und jetzt haben wir noch dieses Buch hier, was total cool aussieht. Guckt euch das mal an. Ich muss auch weiter weghalten. So. Jetzt sieht man das, glaube ich, ne? Zoom mal nochmal. Da steht drauf Inside Beatless. Und da nochmal The Essential Guide to the World of Beatless. Okay. Ich kann nicht so toll Englisch, bitte hasst mich nicht. Dann haben wir halt hier dieses Buch mit japanischem Text, den ich nicht lesen kann. Aber soweit es ist, ist halt sowas, ja, nennt man das, ist halt so eine Zukunftsgeschichte, so ein bisschen.
Guilty Crown war ja auch schon in der Zukunft. Und ich denke mal, da wird das so erzählt, was drin vorkommt oder ungefähr solche Sachen. Sehr schöne Bilder, muss ich ja schon sagen, ne? Es gefällt mir sehr gut, obwohl ich es nicht lesen kann, was ja auch ein bisschen doof ist. Irgendwann lerne ich das noch. Hier sieht das auch sehr stark nach Inori aus, finde ich. Also die Merkmale hat man dann schon. Hier davon kommt halt die Figur raus. Da habe ich auch irgendwann mal ein Announcement gemacht, dass Goodsmile Company sich davor. Sie heißt wohl Kosaka. Da steht Kosakas Battle und das sind ganz viele Bilder von ihr. Ich weiß es nicht, ob sie wirklich so heißt. Aber oh, das ist hübsch. Da dieses Mädchen. Da steht Snowdrop. Humanoid Interface Element. Kann sein, dass sie so heißt. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall sehr, sehr hübsch. Das ist auch ein tolles Bild. Oh, ich bin begeistert von dem Buch, nur wegen den Bildern. Das ist okay. Ansehnliche Waffe, muss ich sagen. Und hier immer noch so eine Art Bösewicht. Und das sieht faszinierend aus. Ist das jetzt eine Maschine oder ein Mensch? Also ich weiß es nicht. Es sieht sehr menschlich aus, aber halt hier dieser Rücken ist komplett maschinell. Und da hat man nochmal Grundskizzen oder halt Vorskizzen, wie das so entsteht oder Notizen, welche man gemacht hat. Ich habe zum Beispiel ganz viele Notizen. Und ich finde solche Bücher sehr interessant. Ich würde sie ja gerne lesen können, aber irgendwann werde ich das schon noch. Und hier auf der Rückseite hat man nochmal so ein Logo und nochmal in ganz kleiner Schrift steht da: A boy meets a girl. The story takes a place 100 years later when human beings have started to live with the AI. Also irgend so ein. Denke mal, das ist ein System oder sowas. Could this world be Utopia or Dystopia? The story has begun. Okay, es geht auch wirklich so in diese Zukunft, 100 Jahre später, wo dieses System eben entdeckt, konstruiert, was auch immer wurde. Und da kommt halt die Frage, ist es gut oder halt schlecht für die Menschen? Und so fängt da die Geschichte an. Also ich bin gespannt, ich freue mich auch, wenn da irgendwie ein Anime oder so kommt oder irgendwas. Ich weiß nicht, kann man da irgendwas zu was lesen? Wenn das einer von uns weiß, sagt es mir bitte. Also von dem ganzen Paket bin ich sehr überzeugt. Ich werde jetzt erstmal die Musik hören gehen. Und schreibt dann in die Beschreibung, wie die Lieder so waren. Ne? Aber die Pappe für die Halterung ist schon schick. Habe ich noch nie gesehen, sowas. Auch sehr dick, sehr stabil. Ja, schon schick. Kann man da irgendwie noch was machen? Nee, ich glaube, das sind zwei Pappen zusammengeklebt. Ja, sieht so danach aus. Auf jeden Fall ganz tolles Set. Für Beatles-Fans würde ich es vielleicht sogar empfehlen. Weil es halt einfach so ein paar Zeichnungen und Skizzen hat und halt auch diese Musik dazu. Ich denke mal, das ist so Soundtrack-mäßig was auch im Anime vorkommen wird, wenn denn einer kommt. War sehr überraschend, das jetzt alles vorzufinden. Ich habe nicht gedacht, dass das sowas ist. Ich dachte, das ist nur die CD. Da stand nämlich auf Ami Ami halt CD. Ich glaube, ich gucke nochmal nach, was da genau stand. Also irgendwas nur mit CD stand da drin und ein Booklet oder so, höchstens. Aber das ist ja wohl sehr viel Stoff da. Ja, war auch nicht so teuer. Ich glaube, das waren 3.700 Yen. Wenn es jemanden interessiert. Das sind umgerechnet. Uff. Weiß ich nicht, 27 Euro? 30 Euro? Oder? Irgendwie sowas. Ich glaube, nee, sogar weniger. Ich muss es nochmal umrechnen. Ich rechne das um, schreibe es in die Beschreibung. Dann könnt ihr das nochmal lesen. Ja, und jetzt gehe ich die Musik hören. Wann das nächste Unboxing kommt, weiß ich noch nicht so genau. Muss ich noch gucken, weil ich glaube, so figurentechnisch ist jetzt nichts mehr unterwegs. Aber vielleicht kaufe ich mal was nach oder so. Und dann gibt es nochmal ein neues Video. Aber auf meinem Blog findet man ja immer wieder was. Von daher, bis zum nächsten Mal.